So, hallo, ich bin also heute im Leopoldina Krankenhaus, wo die neue psychosomatische Krankenhausabteilung eröffnet wird und habe dann einen Schmucker vom Mikrofon. Jetzt haben wir ja heute in Schweinfurt jetzt eine eigene psychosomatische Klinik. Und Sie haben vorhin in der Rede ja die Geschichte des Krankenhauses ja auch vorgestellt, das Leopoldina Krankenhaus, seit 1983 oder so, was eröffnet worden ist. Können Sie da kurz mal was sagen über die Steigerung, was da so entstanden ist, wie es angefangen hat, wie das Leopoldina ja doch die Jahre über gewachsen ist? Ja, den Neubau, den wir heute eröffnen, der repräsentiert so ein bisschen oder ist eigentlich die Konsequenz von einer doch sehr dynamischen Entwicklung während der letzten 30 Jahre. Wir haben, wenn man rein die Patientenzahlen, die pro Jahr behandelt werden, dann sind es Steigerungen von 18.000 auf weit über 30.000. Die Mitarbeiter haben sich mehr als verdoppelt, die Anzahl der Fachrichtungen, die heute da sind, das ist alles ungefähr doppelt so viel wie früher. Und dementsprechend ist es halt auch so, wir haben zwar immer noch gleich viele Patientenzimmer wie zu Beginn, aber viele, viele Räumlichkeiten, Untersuchungsbereiche, Mitarbeiterräumlichkeiten, Arztzimmer, Chefarztbereiche, Untersuchungsräume, die mussten alle dazukommen und das verwirklichen oder das konnten wir jetzt hier in diesem Neubau verwirklichen. Warum ist denn die Psychosomatik, wir haben ja viele psychosomatische Kliniken, wir denken an Bad Neustadt, an Bad Kissingen, an Werneck, warum jetzt in Schweinfurt auch eine Psychosomatik? Ich denke, dass unsere Psychosomatik doch eine gewisse Spezialisierung oder eine Spezialität aufweist. Wir zielen nicht auf das gleiche Klientel wie beispielsweise in Heiligenfeld oder Bad Neustadt, sondern wir haben ja hier im Krankenhaus eine ganze Reihe von Patienten, die ansonsten in Behandlung sind. Das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ist Krebs. Das sind einfach Behandlungen, wo man sehr, sehr oft beobachten muss, ob da auch eine psychische Komponente dabei ist, was die Ursachen betrifft. Und ich denke mal, von daher werden wir einen Großteil der Patienten auch hier vom Krankenhaus durch interne Verlegungen bekommen, weil man einfach feststellt, dass eine Behandlung auf die körperlichen Symptome allein vielleicht doch nicht ausreicht, die Ursachen irgendwo anders sind. Und für diese Patienten hauptsächlich ist auch unsere Abteilung ausgerichtet und unsere neue Klinik dann zuständig. Jetzt haben Sie vorhin in Ihrer Rede auch davon geredet, dass die Patienten sich ja wohlfühlen müssen in der Klinik. Und es ist auch eine sehr schöne Abteilung geworden. Nur fehlt ein bisschen die Farbe, es sieht noch ein bisschen steril aus. Kommt da noch ein bisschen was? Also wir hier oben befinden uns ja noch nicht in der psychosomatischen Klinik, die ist eins tiefer. Farbe und Ausstattung wird sicher noch ergänzt, aber es ist natürlich auch so, dass für eine Krankenhausbehandlung sehr viel zurückhalten und klare Formen auch nicht gerade schädlich sind. Aber ich denke, wenn man nachher die Zimmer anschaut und die Therapieräume, die sieht man von hier außen jetzt gar nicht, wo wir uns im Moment befinden. Die haben einen ganz besonderen Charakter und natürlich sollen sich Patienten, soweit man überhaupt davon sprechen kann, wohlfühlen, sollen auf jeden Fall gesunden können. Das ist das Wichtigste dabei, dass wir immer sehr formal und sehr sauber bauen, das ist eine andere Sache. Aber das ist halt eben unser Stil, die Klarheit, die wollen wir halt auch im ganzen Haus nach und nach durchsetzen. Habe ich halt einen Dr. Thomas Schmelzer vor der Kamera. Herr Schmelzer, Sie sind jetzt der Leiter dieser psychosomatischen Klinik hier in Schweinfurt. Warum hat Schweinfurt jetzt diese Klinik gebraucht? Weil die psychosomatische Klinik in Schweinfurt eine sinnvolle Ergänzung für die im Leopoldina Krankenhaus behandelten Patienten ist und auch die Klinik in Werneck einen sinnvollen Beitrag dazu leisten kann, dass diese Patienten besser behandelt werden können.
Was ist jetzt der Unterschied zwischen Werneck und Schweinfurt? Oder gibt es überhaupt einen Unterschied? Oder was, wie würden Sie es darstellen? Die Übergänge sind fließend, aber die psychosomatische Klinik hier in Schweinfurt wird ihren Schwerpunkt darin haben, Patienten zu behandeln, die körperliche Beschwerden haben, ohne ausreichende körperliche Ursache. Und eben auch Patienten, die sowohl eine erhebliche körperliche Krankheit haben und zusätzlich eine psychische Störung. Und oft entsteht das eine aus dem anderen. Also es ist ganz häufig so, dass man zum Beispiel nach einem Herzinfarkt depressiv wird und wenn die Depression nicht gut behandelt werden kann, steigt die Sterblichkeit am Herzinfarkt, was man vor Jahren noch nicht gedacht hätte. Wie viele Betten wird Ihre Klinik jetzt haben? Wir haben 20 Betten. Wie viele Mitarbeiter werden in Ihrer Abteilung dann arbeiten? Es arbeiten hier insgesamt 3 Ärzte. Wir haben 1,25 Psychologenstellen und 4 Mitarbeiter in den sogenannten komplementären Therapien, Musiktherapie, Gestaltungstherapie, Bewegungstherapie und Sozialpädagogik. Das macht insgesamt 2 Stellen aus. Werden die psychosomatischen Erkrankungen in Zukunft noch mehr werden, noch mehr steigen oder sind wir jetzt oben irgendwo angelangt? Ich nehme an, dass die Bedeutung der psychosomatischen Erkrankungen eher noch weiter zunehmen wird. Ja, das liegt auch daran, dass die Ärzte und auch Patienten aufmerksamer werden auf solche Störungen und deswegen die auch mehr ins Blickfeld geraten, man sie auch deswegen auch besser behandeln kann.